Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Echnodon zum letzten Video vor der Sommerpause. Schnee, Seufz, Heul. Tja, ich spiele Pokémon, die weiße Edition mit euch. So. Und los geht's nach dem Intro hier in dieser Stadt. Ihm wurde der Name eingeblendet, den habe ich nicht gelesen. Panero City, genau. Und dort werden wir uns dem Arena-Leiter Orden stellen. Dem Arena-Orden, der Arena-Leiterin. Wahrscheinlich nicht mehr vor der Sommertour. Quatsch, vor der Sommerpause. Die Sommertour hat schon begonnen. Verlinkt in der Infobox. Eigenwerbung geht zu meinem eigenen Kanal. Darf ich. Los geht's mit dem Intro jetzt. Komm, zack, rein mit ihm. Jo, und dann können wir jetzt langsam mal starten. So, hier sind wir schon lang gecruised im letzten Part. Heute geht es in diese Richtung hier. Und da haben wir gleich mal einen Flughafen und einen Tower. Na, wer hält sich denn hier so alles auf? Willkommen in Pandarus, der Stadt der Lüfte. Hier, nimm dies als Andenken. Hack, Attack. Deswegen verstaut das Item Hack, Attack in der Itemstasche. Wenn du ein Pokémon das Item Attack zum Tragen gibst, verstärkt dies die Wirkung von Attacken des Types Flug. Auch jetzt noch tief in meinem Inneren den Traum, eines Tages Pilot zu werden und unsere verliebte Welt aus deiner Vogelperspektive zu betrachten. Meinst du so? Oh, Herzkonfekt, du zarte Süßigkeit, für den, der fand des Lebens Glück, in einem anderen seinem Gegenstück. Du hast gelindert, wo sein Herz uns liegt. Leid, meinte natürlich sie. Ich brauche die Sommerpause sowas von dringend. Reichlich soll er von dir verdrücken, so kann vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du mir ein Herzkonfekt bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Mein Flugzeug kenne ich von A bis Z, daher kann ich es prima in Schuss halten. Und in meinem Pokémon lese ich wie in einem Buch. Nur so wird man stärker. Okay, okay. Der Typ am Schalter. Dank des Kontrollzentrums. Dank des Kontrollturms kann sich der Pilot auch in der unendlichen Weite des Himmels sicher fühlen. Somit weiß ich, dass auch das Pokémon nur unter der sicheren Führung eines Trainers mit solch zu einer Zuversicht kämpfen können. Na, willst nicht mit mir sprechen? Mit Attacke fliegen kannst du alle drei dir bekannten Pokémon-Center besuchen. Ja, unbekannte Orte kannst du, kann dein Pokémon jedoch nicht anfliegen. Ein Pokémon. Gut. Und wenn ich etwas allein nicht erreichen kann, dann lasse ich mir des Öfteren von Flug-Pokémon und Psycho-Pokémon helfen. Daher kann ich mir ein Leben ohne Pokémon gar nicht mehr vorstellen. Aha. Guten Tag, wir vom Zustellerdienst von Panero City liefern allezeit schnell und zuverlässig. Aha, also auch eine Poststelle hier im Flughafen. Dann lass uns nicht zu lange hier im Tower rumhängen, sondern mal auf den Flughafen gehen, auf die Rollbahn. Vom Flughafen von Panero City haben ausschließlich Frachtflugzeuge abheben. Trainer, die selbst fliegen wollen, sollten sich der Attacke fliegen bedienen. Ja, ist ganz sinnvoll, wenn man mit der Attacke fliegen kann,
dass man dann nicht ein Flugzeug benutzt. Muss man ja nicht. So, was haben wir hier? Ein Item. Freier Fall gefunden. Oha. Da kriege ich doch gleich Höhenangst. So, wen haben wir hier? Mich faszinieren Flugzeuge, die elegante Form. Weil die Gestaltung der Maschine die Zweckdienlichkeit ihrer Mechanik als perfekt auf dem Flug damit abgestimmt. Aha, ein kleiner Junge also. Und wer steht hier mitten auf der Startbahn? Wenn du nur aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet lediglich nur eine Frachtmaschine. Okay, sag's mir Bescheid, wenn die landet. Und du so? Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirkliche Ödnis wieder urbar gemacht. Diese tatkräftige Gemeinschaftsgeist von einst wird niemals schwinden. Jo, und hier ist die Frachtmaschine, die einmal am Tag landet. Die ist also schon gelandet, braucht keine Angst vor ihr haben. Das ist nämlich unbeät. So, ein Mann vor Feldern. Das schmackhafteste Gemüse wächst in der freien Natur. Denn dort wird es von der Sonne verwöhnt und vom Wind und Regen veredelt. Und dass es hin und wieder von Pokémon angeknabbert wird, ist der beste Beweis für Geschmack und Bekömmlichkeit. Aha, aha, aha. Und was kann ich hier auf den Feldern machen? Beerenpflanzen? Ja, okay. Scheinbar doch nicht. Zumindest. Naja, egal, kein Interesse dran. Oh, hier kann ich übrigens gut Fahrrad fahren. Hui! 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 Naja, so spaßig ist es dann doch nicht. So, hier können wir rennen. Pokémon Arena von Panero City. Arena-Letter Geraldine. Eine Meisterin der Lüfte. Da mal rein. Jetzt wird's luftig. Und dann warte ich nochmal. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Zweige erhält Tafelwasser. Zweige verstaut das Item Tafelwasser in der Medizintasche. Das hier bleibt unter uns, versprochen. Wusstest du, dass Flug-Pokémon überraschend anfällig gegen Attacken von Typ Gestein, Elektro und Eis sind? Wenn du Attacken und Pokémon dieses Typen besitzt, rückst dein Sieg in greifbare Nähe. Ach ja, in dieser Arena kommst du überwiegend nur weiter, indem du in Kanonen hineinkriegst. Du kannst aus vielen Richtungen reinklettern. Dankeschön. Diese Kanonen hier, oder? Jo. Dann lassen wir uns mal durch die Lüfte befördern. Schießen, genauer gesagt. Ja, sowas wie, ein Luft-Pokémon habe ich, glaube ich, eins. Ja, aber es ist ja nicht effektiv. Gefragt sind Eis-Pokémon, glaube ich, waren mit da drunter. Aber ich habe, glaube ich, keins dieser Typen. Naja, müssen wir mit denen zurechtkommen, die wir haben. Schuss! Und hier geht's wieder zurück. Jo. Dann geht's wieder zurück zum Start. Und da ist eine Leiter. Ich komme trotzdem nicht hoch. Naja, müssen wir wohl den ersten Trainerkampf in der Arena antreten. Na, was hältst du von den Kanonen? Ist es nicht toll, erleben zu können, wie sich ein Flug-Pokémon in der Luft fühlt? Und weil es so schön war, wirst du als nächstes erleben, wie sich eine Niederlage anfühlt. Nein, du wirst erfahren, wie sich eine Niederlage anfühlt. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. So ziemlich. Zu 99,999999999% bin ich mir sicher, dass du jetzt versagen wirst. Und zwar nachdem ich das Attackchen, schöner Spitzname für Attacke, Attackchen, den Dampfwalzer eingesetzt habe. Ich sagte, nachdem ich die Attacke Dampfwalzer eingesetzt habe, auch wenn sie keine Wirkung auf das gegnerische Pokémon hat, ich werde es ja trotzdem einsetzen. Wohl eher auch nicht. Wohl eher doch nicht. Ja, muss ich wohl
auf andere Attacken zurückgreifen, die genauso gut sind. Scanner. Was siehst du denn mit Scanner? Und die selbst schützen. Ja, gut. Ist sinnvoll. Ich sehe es ja ein. Macht mich aber wütend. Also unterlass ich's. Bitte. So, dann einmal Feuersäulen nochmal für dich. Ja, ist klar. Den halt nicht. Dann halt. Ja gut, dann halt auch nicht. Welche Attacke willst du denn? Willst du die hier? Ja. Jo, die will sie. Ja. Ist ein männliches Navitaub. Spielen aber siegt. Hervorragend. Weiter jetzt. So, den bekämpft nicht. Jetzt geht's wieder durch die Lüfte. Juhu! So, der nächste bitte. Sieht aus wie ein Pilot. Ich bin der Pilot geworden. Als ich seit meiner Kindheit schon immer sein wollte. Ich bin sehr stark. Dann leg mal los. Lassen wir es krachen. Ich dachte, ich hätte mich verlesen. Ahoi. Nee, ist kein Matrose. Sorry, verwechselt. Was sagt man denn so in einer Flugfahrt? In einer Schifffahrt sagt man Ahoi, aber das sagt man, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr. Ist mir nicht geläufig. Falls ein Pilot von euch in den Kommentaren ist, schaut mal rein, was da für Grüße gibt. Ich kenne nur den Wertmannsgruß. Glück auf. Und der ist immer noch geläufig. Und was sagt man denn so als Pilot? Einen guten Rutsch oder was? Einen guten Rutsch auf der Landebahn. Ja, der Witz war blöd. Und nicht lustig, ich weiß. Nein, ich will die Pokémon noch nicht wechseln. Noch kann denn etwas bringen. Wie geschwächt sind seine Attackenpunkte? Wohl ziemlich sehr, weil ich habe, glaube ich, nur noch drei von Dampfwalze. Nein, nicht Dampfwalze. Ja, das andere Wandstempel. Yay, ich verwechsel heute alles. Spieler besiegt. Pilot besiegt. Wir stürzen nicht ab, weil ich jetzt den Pilot besiegt habe. Und los geht's. Patsch! Und der nächste Trainer. Ich bereite mich gründlich vor, um noch luftige Höhen zu erreichen. Ich glaube, das war ein Fehler. Hab's gerade eben gesehen, hab das auch gesehen. Hab mich wieder zurückgeschießen lassen. Ich hätte anders einsteigen müssen. Mal genauer hingucken, Smergi. Das bringt den Vorteil, nicht doppelt kämpfen zu müssen. Na, doppelt kämpfen muss ich sowieso nicht, weil die Trainer, die ich schon besiegt habe, die muss ich nicht nochmal besiegen, aber ihr seht's gerade. Ich muss jetzt gegen einen Trainer kämpfen, den ich auch gut hätte umwinden können. Was ist mit meinem AP-Dos ist hier? Ist doch nicht möglich. Habe ich denn so wenig AP in den Attacken? Ja. Und damit lässt sich nicht die Top 4 besiegen, wenn das schon so schnell beim dritten Trainer fertig ist. Irgendwas muss da passiert sein. Habe ich vorher mein Pokémon ziemlich geheilt. Ach ja, stimmt, hat keine Wirkung. Sorry, ich vergaß. Nein, das hält sich nicht gerade selbst. Oh, scheiße. Mist. Dann muss ich wohl vor der Arena-Leiter nochmal zurück zum Pokémon-Center und mich nochmal heilen lassen. Muss ich sowieso, weil jetzt gleich Ben Taurus. Ja, mach ich eh. Picodente wurde besiegt. Okay, nice.
Er hat aber noch eins. Ja, damit. Hält Ben das noch aus oder muss dem einen Trank geben? Ich glaube, ein Trank wäre sehr sinnvoll. Okay, sagt er und setzt es nicht ein. Ja. Was? Lutz ist K.O. Ich habe mein Team wirklich nicht geheilt. Nach der letzten Aufnahme. Wie doof bin denn ich? Einfach in der Arena rein zu marschieren, ohne mein Team aufzuladen. Tja, was zurückgeschickt? Gibt's doch gar nicht. So, jetzt lass mich aber mal. Bitte schön. Auweia. Ich sag mal lieber nichts. So. Wer gießt jetzt Kleber hin? Ja, Ben hat es wieder erholt. Ich brauche den Ben mal wieder. Lisa ist ja, glaube ich, nicht sehr gut im Kampf. Die ist auch unterlevelt. Die ist wahnsinnig unterlevelt. Ich glaube das nicht. Level 40 Ben, Klick Level 26, Max Level 25 und Lisa Level 22. Was habe ich mit meinem Pokémon-Team gemacht? Naja. Kein Kommentar dazu. Naja, den habe ich gerade abgegeben. Den Kommentar. Naja, ich und Training. Das sind zwei Gegensätze. Mein Starter-Pokémon natürlich wahnsinnig überlevelt, aber der Rest des Teams komplett unterlevelt. Ja, ein bisschen Training wäre mal ein bisschen vorteilig. Kann man ein bisschen sinnvoll für das Team, wenn ich irgendwann mal in die Pokémon-Liga möchte, wenn ich irgendwann mal das Ziel habe, etwas zu erreichen. In der Top 4 wäre es nicht ganz unpraktisch. So. Bin erreicht Level 41. Ben noch schön weiter trainieren hier in der Arena. Damit der Unterschied noch viel stärker ist. So, kann ich denn von der anderen Seite längs oder ist das wirklich die einzige Möglichkeit? Scheint schon richtig für sein zu lesen. Deutsch sprechen ist gut können. Scheint schon richtig gewesen zu sein. Jo, wo links? Wo links? Wo soll ich hin? Ich kann einen Plan haben. Ich stecke ihn fest. Ach sie! Habe ich auch nicht gesehen. Dass das so geht. Na bestens. So, dann hier noch einmal in die Lüfte. Wuhu! So, und dann muss ich hier wieder zurück. Yo. Mein Pokémon-Team ist noch nicht genug geschwächt. Das Ziel ist anvisiert. Ich werde dich mit meiner Flugtechnik zu Boden ringen. Bringen. Noch getroffen, aber bringen ist eigentlich das Ziel. Ein Truthahn. Nein, ein Fasan. Oh, Entschuldigung. Bin im Vogelkunde auch nicht so bewandert. Verhüll noch. Da verhüll mich mal nicht. Höhe. Das dürfen nur meine Hater mich verhöhnen. Lass mich von so einem Fasanurb nicht besiegen. Ja, kannst du besiegen? Ja, doch, unter Umständen lass mich von einem Fasanurb besiegen. Aber nicht beleidigen. Nicht verhöhnen. Hey. Das ist ausschließlich meine Hatern vorenthalten. Dieses Recht, mich in den Kommentaren beleidigen zu dürfen. Wenigstens etwas zum Erhalt meines Videos bei, also meines Kanals
Ihr wisst ja, Kommentare. Wir bringen das Video nach den aktuellen Regeln von YouTube weiter. Na, der letzte. Der Sicherheitscheck war perfekt. Die Kritoren für eine Niederlage bei 0%. Das hast du aber falsch berechnet. Bei einem Pokémon. Okay. Das hast du eindeutig falsch berechnet. Da hast du irgendwo mal so eine kleine Formel falsch gedeutet. Weil für mich sieht das ziemlich nach knapp 100% aus, dass ich hier jetzt dich besiegen werde. Ja. So ungefähr 100% entspricht das jetzt. Dampfwalz ist nach wie vor nicht nützlich. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich habe hier noch Max. Mein Team besteht ja nicht nur aus einem Pokémon, im Gegensatz zu deinem Team. Und das war der erste Fehler in deiner Berechnung. Und was ist das? Was willst du mit dieser Attacke? In dieser jämmerlichen Attacke. Hier hast du Heimzahlung. Das ist eine Attacke. So. Wie steht's jetzt mit deinen 0%? Tja. Unglaublich verrechnet, ja. Das ist immer. Freundlicherweise weiter. Dankeschön. Wow. Noch nicht am Ziel. Hui! Da geht's aber hoch. Es wird immer höher. Wuhu! Autsch! In die Wand geklatscht. Und jetzt da oben. Oh, habe ich da nicht gegen Knaller. Und Geronimo! So, jetzt bin ich bei der Rennanleitung angekommen. Jo, ich gehe nochmal schnell mein Pokémon-Team heilen und dann, wie es aussieht, werden wir die Arena-Leiterin im nächsten Part bekämpfen. Na gut, aber nur weil ihr seid, machen wir einen Versuch. Ich habe dich schon erwartet. Na, wie ist dir das Spezialtraining mit den Kanonen bekommen? Immerhin sind sie ganz stolz der Arena von Pyro City. Hoffentlich hast du Lust auf mehr, denn jetzt widme ich mich dir ganz allein. Jo, wir trauen uns nochmal ganz kurz an den Arena-Leiter. Los geht's. Team ist geheilt. Auf geht's. Vielleicht kriegen wir es sogar noch in diesem Part hin. Herausforderung von Leiterin Geraldine. Lutz. Und was macht er ganz vorne an der Spitze? Und was zum... Das bringt doch jetzt absolut gar nichts. Ich rufe Ben. Du bist doch hier der Effektivste in der ganzen Gruppe. Zumindest gegen Flug-Pokémon. Ja, er ist auch der Stärkste, weil... Training und so weiter nicht vorhanden. Ja, wisst, hab's gerade schon erwähnt. Dampfwalz brauche ich gar nicht zu versuchen. Das ist absolut sinnlos. Das hat gegen Flug-Pokémon wahrscheinlich sowieso keinen Zweck. Das vermutlich gegen alle Flug-Pokémon ineffektiv. Aha, du bist gespannt. Na dann. Schau zu. Und sieh. Sieh, was ich deinem Pokémon antue. Da hast du den ersten besiegt. Wie sind es noch? Fasanop. Ah, wen willst du einsetzen? Herr damit, den grill ich dir. Zum Mittag. Jetzt gibt's Futter. Jupp, einmal Brandstempel. Schön gerüstet. Und da war es mal ein Fasanop. Und der letzte. Na, das hier doch ordentlich schnell. Ein Svarunis. Da muss ich schnell mal noch einen Trank holen. Ein Schlank. Ein Hypertrank. Wäre ja blöde, wenn ich jetzt einfach loskämpfen würde. Das würde ja nichts bringen. Luftschnitt. Autsch.
Das tat weh. Spannende Musik. Luftschnitt. Autsch. Hey, verletz mich nicht so doll. Tod, dem es zu hauen ist. Da haben wir schon den nächsten Arena und als er besiegt, haben wir es doch noch in diesem Part geschafft. Majralin besiegt. Und das ging sehr, sehr schnell. Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lang nicht mehr solch ein packendes Gefecht. Wir sind jetzt noch völlig aus dem Häuschen vor Glück. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon hier. Hoffentlich steht er dir. Ja, da haben wir den weiteren Ohren. Er gab halt alles gleich in einem Part. Hätte ich nicht gedacht. Nicht die Arena und dann auch noch den Arena-Netter dazu. Das ist der kaum zu glauben. Du sagst es, das ist kaum zu glauben. Bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und als Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben möchte ich dir diese technische Maschine geben. Zweige erhält das Item TM62 Akrobatik. Habe ich das nicht schon? Hat das nicht mein Picolente schon erlernt? Mein Geschenk, Akrobatik, ist eine etwas komplizierte Attacke, die eine große Wirkung entfaltet. Wenn das Pokémon kein Item trägt, gleiche dadurch den Nachteil von Pokémon aus, die keine Items tragen. Ach, was ich noch sagen wollte, als ich neulich über den Wendelberg nach Nevajo City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft die Schurken von, wie war noch gleich der Name? Ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu und ja. So, dann würde ich mal sagen, habt eine angenehme Sommerpause. Es gibt die Sommertour in der Sommerpause. Ja, klingt ganz gut. Die könnt ihr euch reinziehen. Die kommt zweimal wöchentlich. Ansonsten lasst euch überraschen, was für Videos kommen. Es kommen unregelmäßig Videos und vielleicht kommen auch gar keine. Dafür ist die Sommerpause da, dass nur Videos kommen, wenn Videos kommen. Also keine Versprechungen, keine Garantien. Ja, ich mache mich dann auf den Weg zurück in die Sommerpause. Dann würde ich mal sagen, gebt ein Video hinter mich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Das ist ganz wichtig in der Sommerpause, weil so kriegt ihr dann eine Benachrichtigung. Wenn ihr das Glöckchen zusätzlich noch aktiviert bei meinem Kanal, dann kriegt ihr gleich eine Nachricht, wenn ich was Neues hochlade. Die Sommertour ist ganz interessant, ganz spannend. Da kam, glaube ich, schon das ein oder andere Video dazu online. Könnt ihr euch dran beteiligen mit Kommentaren und beim Gucken, beim Zuschauen. Ja, dann habt noch einen angenehmen, förstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ab geht's.